Paris. Stadt der Liebe, Romantik und Träume. Sagt man. Das habe ich auch mal gedacht. Aber seit jenem Tag, dem Tag des Mordes, denke ich bei meinem geliebten Paris auch immer an den Tod. Ich liege also zu Hause gerade in der Badewanne, als mein Verleger anruft. Collard, schwing deinen Hintern rüber zum Palais Royal. Sofort. Du musst jemanden interviewen. Und zwar Pierre Cachon. Ja genau, den Pierre Cachon. Keine Fotos, also lass deine Knipse zu Hause. Er hat selbst nach dir verlangt, ausdrücklich. Frag mich nicht, warum. Egal, könnte eine große Sache sein. Also, wenn er dich anbaggert, nicht vergessen. Immer lächeln. Ja sagen und weiter mitschreiben. Wie charmant und überaus zutreffend. Pierre Cachon ist ein Medienkönig, ein Nationalheld und einer der berüchtigsten Ehebrecher in ganz Europa. Er und seine Frau Imelda sind nur einen Hauch von der Königswürde entfernt. Hey, ich hasse Pantomimen, aber wenn man nicht auf sie eingeht, hauen sie nie ab. Da bin ich also. Der Palast des Medienkönigs und der Eiskönigin. Ich klingle und setze damit eine Kette von Ereignissen in Gang, die mein Leben von Grund auf ändert. Ja, was gibt es? Madame, mein Name ist Nico Collard. Ich bin verabredet mit Monsieur Cachon. Kommen Sie rauf, wir sind im ersten Stock. Madame Cachon, ich freue mich, Sie kennenzulernen. Ja, natürlich. Die Eiskönigin wird ihrem Ruf auf jeden Fall gerecht. Werden Sie beim Interview dabei sein? Mademoiselle, ich weiß nur wenig über die Geschäfte meines Mannes. Und es interessiert mich noch weniger. Ich habe definitiv kein Verlangen zuzusehen, wie er noch eine hübsche kleine Journalistin begrapscht. Hübsch? Das ist zu freundlich von Ihnen, Madame. Ah, die begabte und ausgesprochen schöne Mademoiselle Collard. Ich freue mich, Sie endlich kennenzulernen. Monsieur Cachon, es ist mir eine Ehre. Oh ja, das glaube ich gerne. Nennen Sie mich doch Pierre, bitte. Das war keine Schmeichelei gerade. Ich war ein Freund Ihres Vaters. Er war ein großer Mann. Mein Vater? Aber er hat nie erwähnt. Wir standen uns sehr nah. Und dann sein Tod. So tragisch. Ich muss... Imelda, deine verdammte Katze ist schon wieder in meinem Büro. Noch eine Ming-Vase zum Teufel, nehme ich an. Entschuldigen Sie mich für einen Moment, meine Liebste. Ihr Journalistinnen werdet auch jedes Jahr jünger. Vielleicht wird nur der Rest der Welt immer älter, Madame. Das war aber keine Katze. Mein Gott! Was? Monsieur Cachon? Er ist tot. Ich muss die Polizei rufen. Sie sollten lieber hier bleiben. Da war ein Mann. Es war dieser Pantomime. Glauben Sie, er... Naja, ich schätze, Selbstmord können wir mal ausschließen, oder? Kein Wunder, dass man sie die Eiskönigin nennt. Sie wäre sofort die Nummer 1 auf meiner Verdächtigenliste. Wenn ich den Angreifer nicht selbst gesehen hätte. Und wenn mir nicht schon früher ein paar genau solcher Morde untergekommen wären. Einer... der wichtigsten Männer Europas ermordet.
Und hier stehe ich, Nico Collard, alleine am Tatort. Soll ich auf die Polizei warten oder den Fall selbst untersuchen? Die Antwort ist wohl klar. Ja, auf jeden Fall. Die Antwort ist definitiv offensichtlich, aber, ich befürchte, auf die Polizei zu warten ist nicht wirklich eine Option, oder? Und damit sage ich Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf dem Kanal. Herzlich willkommen zu Baphomets Fluch. In der Director's Cut Edition, die ich ehrlich gesagt selber auch noch nicht kenne. Bin sehr gespannt, welche Änderungen, welche Neuerungen uns hier im Laufe des Spiels so erwarten werden. Das Originalspiel, das habe ich damals, das habe ich geliebt. Das habe ich, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie oft ich das durchgespielt habe. Deswegen sollten wir zumindest durch die klassischen Passagen eigentlich relativ gut durchkommen. Was mit den neuen vom Director's Cut hinzugefügten Passagen, wie zum Beispiel auch diesen kleinen Prolog hier ist, da kann ich natürlich nichts versprechen, denn jeder, der meine Let's Plays kennt, der weiß, dass ich ab und zu durchaus mal dazu tendiere, auf dem Schlauch zu stehen. Jetzt gucken wir aber erstmal, was das Tutorial uns hier zu sagen hat. Ziehe den Mauszeiger über den Bildschirm, um interessante Stellen zu finden. Sogenannte Hotspots. Erkennbar an einem blauen Kreis. Wenn du den Mauszeiger über einen Gegenstand bewegst, mit dem du etwas tun kannst, erscheinen die Symbole der Handlungen, die du hier vornehmen kannst. Drücke die linke Maustaste, um die Handlung zu bestätigen. Klicke auf die Aktentasche, um dein Gepäck zu öffnen und die Gegenstände zu betrachten, die du dabei hast. Das Tagebuch-Symbol öffnet das Tagebuch. Mit dem Fragezeichen bekommst du Tipps zu Rätseln und Hilfe zur Steuerung. Und der Schraubenschlüssel führt zum Speichern und Laden von Spielständen und zu den Einstellungen. Alle diese Symbole findest du unten auf dem Bildschirm. So, und damit sage ich an dieser Stelle schon mal, ich hoffe, ihr habt schöne Weihnachten gehabt, seid ordentlich beschenkt worden, hattet ein echt frohes Fest und seid jetzt bereit. Entschuldigung. Seid jetzt bereit, jetzt zwischen den Feiertagen noch mal ein bisschen durchzustarten. Wir gehen erstmal auf, was hat er gesagt, der Schraubenschlüssel, ne? Denn da ist eine Sache, die fehlt mir gerade so ein bisschen. Die lässt sich aber anscheinend auch nicht einstellen. Das ist ja doof. Seht ihr hier irgendwelche Einstellungen? Ich sehe keine Einstellungen. Ich sehe nur Sprache und na gut. Dann soll es wohl so sein. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich irgendwie Untertitel aktivieren kann, weil ich habe immer ganz gerne Untertitel mit dabei, damit man... ich spreche da aus Erfahrung, wenn ich sage, dass teilweise der Mix zwischen Soundeffekten, Musik und gesprochenen Dialogen so von der Lautstärkenabstimmung nicht so ganz gelungen ist und man dann mitunter auch mal das eine oder andere Gesagte verpasst. Deswegen habe ich immer ganz gerne die Untertitel an, damit man dem Ganzen besser folgen kann und vor allem, damit man dem Ganzen auch folgen kann, wenn da irgend so ein Volldepp vorm Bildschirm sitzt und ständig labert, wenn die Charaktere versuchen, uns irgendwas Wichtiges zu sagen. Es ist immer so ein bisschen Absicherung, aber soll wohl nicht sein. Oh Gott, ist das kleine Schrift. Da ist, na gut, egal. Guck mal, haben wir eine Hotspot-Anzeige? Ich gucke mal, Leertaste ist es nicht. Nee, haben wir anscheinend nicht. Okay, gut. Das Regal ist voller obskurer Erstausgaben. Oh, wir haben Untertitel. Okay. Und Rechtsklick funktioniert nicht. Ich weiß noch, im klassischen Baphomet-Fluch, da war es so, dass Rechtsklick auch so eine Art Betrachten war. Da hatte man teilweise zwei verschiedene Dialoge, je nachdem, ob man jetzt irgendeinen Gegenstand mit der linken oder mit der rechten Maustaste betrachtet hat. Das war ganz cool. Und? Eine Büste von Pierre Carchon, dem bescheidenen Diener der Grande Nation. In mindestens einem Rätsel war es sogar notwendig, etwas erstmal mit der rechten Maustaste zu untersuchen, damit man überhaupt bestimmte Optionen freigeschaltet hat für den Charakter. Ja, Baphomets Fluch, natürlich ein Klassiker der Adventure-Geschichte. Gibt ja inzwischen 5 Titel? Ich meine, es sind 5 Titel.
Mindestens 4. Und das will ich schon lang spielen hier. Und jetzt habe ich mir gedacht, mach's einfach schon mal. Schon wieder Pierre Cachon. Seine Augen scheinen jeder meiner Bewegungen zu folgen. Gespenstisch. Ich habe auch noch keine Ahnung. Ich trinke nebenbei mal einen Schluck. Ich habe schon Kratzen im Hals. Ich habe auch noch keine Ahnung, was uns hier im Prolog erwartet. Wie gesagt, diesen Teil hier, der war im Originalspiel damals nicht mit drin. Wobei ich davon ausgehe, dass das, was ich kenne, später auch noch kommt. Deswegen weiß ich auch nicht so genau, was hier von uns erwartet wird. Eines muss man der Eiskönigin lassen. Mit Stoffen kennt sie sich aus. Ein kleines, rundes Glasstück ist aus der Scheibe herausgeschnitten worden. Das war die Arbeit eines Profis. Oh ja. Das hat der Pantomime angerichtet. So. Es sei denn, die Katze ist auch in die Sache verstrickt. So, ich kann das hier benutzen. Ich will mich nicht schneiden und Blutspuren am Glas hinterlassen. Mag sein, dass ich da altmodisch bin, aber ich behalte meine DNA lieber für mich. Das ist wahrscheinlich auch die richtige Entscheidung. Ein Original-Hochsicherheitsfenstergriff aus dem frühen 18. Jahrhundert. Es wäre wahrscheinlich das Sinnvollste, als allererstes die Leiche zu untersuchen, aber da das höchstwahrscheinlich das Sinnvollste ist, ist es natürlich das, was ich als allerletztes machen werde. Der Mörder muss die Leiter benutzt haben, um an das Fenster ranzukommen. Er ist schon lange weg. Wahrscheinlich hat er die Leiter zusammengeklappt, in die Tasche gesteckt und mitgenommen. Na gut, dann gucken wir mal, was wir hier finden. Das sind schon sehr... Pantomimen und Schusswaffen passen normalerweise nicht zusammen. Aber irgendetwas sagt mir, dass dies kein normaler Pantomime ist. Ich habe diesen Mörder schon mal gesehen. Und sogar über ihn geschrieben. Der Kostümmörder. Dun, dun, dun. Zumindest habe ich ihn so genannt. Der Kostümmörder. Ja, das sind alles so Informationen, die wir im Originalspiel tatsächlich erst so ein bisschen später erhalten haben. Da ging's... Gerade in der Anfangsphase war erstmal viel, was zur Hölle ist hier eigentlich passiert? Ich habe eigentlich überhaupt keine Ahnung, in was ich hier reingeraten bin. Eine meiner Haarspangen. Genauer gesagt, meine Lieblingsspange. Sie muss runtergefallen sein, als ich niedergeschlagen wurde. Ja, da muss ich aber auch ganz ehrlich sein, das war schon ziemlich dämlich, was sie da gemacht hat, oder? Ja, der Mörder, die Waffe quasi noch in der Hand über den ermordeten Politiker gebeugt, winkt sie zu sich heran und sie macht 3 Schritte auf ihn zu und ist dann völlig perplex davon, dass der sie niederschlägt und flieht. Ja, sorry. Das ist schon dumm. Seine leblosen Augen starren regungslos ins Nichts. Und man sieht schon definitiv den Unterschied zwischen den neuen Grafiken, wie jetzt hier in diesem Bildschirm, die sind ja doch schon relativ hochauflösend, und den Grafiken und den Darstellungen im, ich sage jetzt einfach mal, klassischen Stil, wie wir sie in dieser Gesamtansicht von dem Büro hatten, gerade an Nico selber zum Beispiel, da sieht man das, den Unterschied in den Auflösungen meiner Meinung nach ganz extrem. Ich schließe seine Augen. Das Mindeste, was ich für den armen Kerl tun kann. Jo. Was in den Taschen? Hier in den Schritt kann man nicht packen. Ja, wir können noch die Taschen durchwühlen. Manche Leute ekeln sich davor, Leichen nach Hinweisen zu durchsuchen. Mir macht das nichts aus. Erinnert mich an einen früheren Freund. Cachon wurde erschossen. Ja gut, das wussten wir. Was ist das hier? In seiner Tasche steckt eine Fahrkarte mit dem Aufdruck... Bateau de la Conciergerie. Als ich die Fahrkarte an mich nehme, erfülle ich den Tatbestand der Unterschlagung von Beweismitteln. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Naja, du hast vorher schon den Tatbestand der Manipulation des Tatortes erfüllt, als du angefangen hast, die Leiche an sich zu durchsuchen hier, ja? Das darf man ja nicht ignorieren. Um einen Gegenstand auf dem Bildschirm zu benutzen, klicke ihn an und halte die Maustaste gedrückt. Zieh ihn dann bei gedrückter Taste über einen Hotspot, ich liebe dieses Wort, und lass los, sobald eine goldene Umrandung erscheint. Eine Fahrkarte mit dem Aufdruck Bateau de la Conciergerie. Als kleines Mädchen durfte ich mit meinem Vater manchmal in den Bateau Mouche mitfahren, wenn ich brav war. Ja, irgendjemand hier in der Vergangenheit Französischunterricht gehabt und könnte uns vielleicht sagen, was Bateau de la Conciergerie bedeutet? Ich
hatte das nur 7 Jahre. Ich weiß sowas nicht. Also ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich habe 7 Jahre Französischunterricht in der Schule gehabt, ja. Ich könnte heute nicht mal mehr ein Baguette bestellen. Das ist so traurig. Eine meiner Haarspangen. Genauer gesagt, meine Lieblingsspangen. Den Text kennen wir schon. So, hatten wir noch irgendwelche Hotspots, die eventuell einer näheren Betrachtung wert wären? Ich glaube nicht. Dann gehen wir mal nach draußen, wa? Die Polizei kann jede Minute hier sein. Irgendwo hier sind Hinweise auf einen Mörder versteckt und ich muss sie finden. Hinweise auf einen Mörder. Was haben wir hier? Eine verschlossene Tür. Eine hübsche Barocktür. Die würde sich gut in meiner Wohnung machen. Ich kenne deine Wohnung. Nein, würde sie nicht. Die Tür ist verschlossen. Ja, dafür ist wahrscheinlich dann die Nadel da, ne? Die Haarspange. Wir gucken erstmal weiter. Gott, geht die langsam. Eine mittelalterliche Prozession. Zweifellos ein Original. Die Wandteppiche müssen ein Vermögen gekostet haben. Ich fand das ja auch ganz cool, wenn wir in der ersten Folge eventuell diesen kleinen Prolog hier schaffen. Aber da ich nicht weiß, wie lang dieser Prolog ist und wie kompliziert hier die Rätsel eventuell noch werden und wie viel Blödsinn ich hier so zwischendurch vor mich hinlabere, der uns dann wieder Zeit kostet, kann ich das Ganze nicht versprechen. Ein Louis XIV-Tisch mit einer antiken Spitzendecke. Diese E-Mail da hat Geschmack. Naja, mit einem so stinkreichen Gatten ist das ja auch leicht. Was haben wir hier? Das ist, glaube ich, sehr interessant. Eine wunderschöne Tischdecke liegt auf dem Tisch. Sie ist mit einem ungewöhnlichen Kreuz bestickt. Ich bin mir relativ sicher, dass ich ganz genau weiß, was dieses Kreuz zu bedeuten hat. Aber im Sinne des Fairplay möchte ich das hier an dieser Stelle ehrlich gesagt nicht spoilern, weil den Zusammenhang, den können die Charaktere auch noch nicht kennen. Und ich will jetzt nicht mein Vorwissen nutzen, um euch die Geschichte hier im Vorfeld schon kaputt zu machen. Ich schätze, die Decke könnte ganz hilfreich sein. Wofür? Was schätzt du, wofür diese Decke hilfreich sein könnte? Das ist Blödsinn. Da ist ein kleines Loch in der Tischplatte. Jemand hat ein winziges Teil der Intarsien weggeschnitzt. Nicht mal mit dem Fingernagel komme ich in ein so winziges Loch. Ja gut, aber vielleicht... Aha. Nico, du bist einfach verflucht gut in solchen Sachen. Ja, jetzt stellt sich uns natürlich die Frage aller Fragen. Was zur Hölle ist das? In der Vertiefung war ein Schlüssel versteckt. Ein moderner Schlüssel. Statt Imelda zu trösten, durchforste ich ihre Wohnung. Warum? Weil hier irgendwas im Busch ist und ich ein paar Antworten finden muss, bevor die Bullen hier sind. Und außerdem war sie ziemlich unhöflich zu mir. Also hat sie es sich selbst zuzuschreiben. So, dann mach den Scheiß vielleicht mal wieder zu. Das wäre ja ganz sinnvoll. Wäre vielleicht auch gar nicht verkehrt, die Decke da wieder draufzulegen, aber na gut. Eine Tube Acrylfarbe im Farbton Französisch Ultramarin. Gut, ich würde sagen, wir haben noch ein bisschen Zeit, bis die Polizei eintrifft, denn die ist gerade noch am Telefonieren da. Und die Acrylfarbe, die gehört jetzt. Genau die Farbe, die ich für mein Badezimmer suche. Und? Es tut mir leid, ich muss gehen. Jemand ist... Junge Dame, was genau tun Sie da eigentlich? Diese Farbe, das ist meine Lieblingsfarbe. Meine Güte, dann behalten Sie das Zeug von mir aus. Gott, ist die Soundqualität von ihr scheiße im Vergleich zu Nikos zum Beispiel. Hallo Katerchen, du möchtest also auch mit rätseln, ja? Dann komm mal her. Nico? Imelda hat Talent, aber das werde ich ihr bestimmt nicht sagen. Gucken wir uns die Dame erstmal etwas genauer an hier. Imelda sieht schockiert aus, aber immer noch absolut feindselig. Ja, nicht weiter überraschend, oder? Verzeihen Sie, Madame. Ja? So, und wir können jetzt ihr diverse Sachen aus unserem Inventar zeigen oder hier oben über bestimmte Themen sprechen. Es tut mir leid wegen Ihres Verlustes, Madame. Nein, tut es nicht. Sie sind Journalistin. Journalisten tut nie etwas leid. Das stimmt nicht. Wir werden ja sehen. Warum wollte Ihr Mann mich sehen? Was wollte er mit mir besprechen? Ich habe keine Ahnung. Seine Geschäfte waren seine Sache. Hat er Ihnen nie etwas erzählt? Nein. Und offen gesagt war es mir auch lieber so. Woher kannte Ihr Mann meinen Vater? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Sie kannten ihn nicht? Thierry Collard?
Pierre kannte eine Menge Leute, von denen ich nie gehört habe. Vor allem natürlich Frauen. Warum sollte ein Pantomime ihren Mann umbringen? Pierre hatte viele Feinde. Allen voran schon mal die Hälfte aller Pariser Ehemänner. Das ist ein ziemlicher Coup für Sie, was? Ich nehme an, Sie formulieren im Geiste schon die Schlagzeile. Hören Sie, nur weil ich Journalistin bin... Erzählen Sie mir doch nichts. Ihr seid doch alle aus dem gleichen Holz geschnitzt. Haben Sie überhaupt sowas wie ein Gewissen? Sagen wir, ich lasse nicht zu, dass es mir eine gute Story versaut. Ich bewundere Ihre Hingabe an Ihren Beruf. Die Polizei wird bald hier sein, Madame. Soll ich vielleicht jemanden benachrichtigen? Freunde, Familie? Nein, ich habe keine Verwandten. Pierre und ich waren... Er war alles, was ich hatte. Nicht gerade viel, was? Die ergebene Gattin, das war meine Rolle. Aber er hat nie was erzählt, mich nie eingeweiht. Ich weiß nur eines sicher, Madame. Was? Wenn Sie herausfinden wollen, wer Ihren Mann umgebracht hat, dann lassen Sie mich das ermitteln, nicht die Polizei. Warum? Woher weiß ich, dass ich Ihnen trauen kann? Ihr Mann hat mich heute hierher eingeladen, weil er mich brauchte. Ich glaube, er wusste, dass ihn jemand ermorden wollte. Und er wusste auch, dass ich ihm helfen könnte. Ich bezweifle, dass er es auf Ihre gut gebaute Datenbank abgesehen hatte. Sie irren sich. Ich bin sicher, ich war seinem Mörder bereits auf der Spur. Bitte, Sie schulden es ihm. Also ich weiß nicht... Alles, was ich brauche, sind ein paar Minuten, in denen ich mich in Ruhe umsehen kann, bevor die Polizei eintrudelt. Ich glaube, Sie haben vielleicht doch so eine Art Gewissen. Sie sind keine gute Lügnerin, Nico Collard. Und vielleicht glaubte Pierre wirklich, dass Sie ihm helfen könnten. Was ihn natürlich nicht davon abgehalten hätte, Sie trotzdem zu verführen. Hier, nehmen Sie das. Das ist der Schlüssel zum Salon. Neben der Bibliothek am Ende des Flurs. Das war Pierres Zimmer. Ich bin selten da reingegangen. Ich konnte einfach nicht. Ich hatte zu viel Angst davor, was ich da finden könnte. Na, vielen Dank. Das kam jetzt unerwartet. Vielen Dank. Ich verspreche Ihnen, Sie werden es nicht bereuen. Habe ich gar nicht mit gerechnet. Der Ausgang. Ein herrlicher, teurer, antiker Ausgang, aber immer noch ein Ausgang. Da wollen wir ja nicht lang, oder? Soll ich schon gehen? Nein, hier gibt es bestimmt noch mehr zu finden. Ja, ist ja schon gut. Man, so Sachen wie Animationsgeschwindigkeit und sowas, das konnte man im klassischen Baphomets Fluch, konnte man das alles einstellen. Hier finde ich es teilweise sehr langsam, oder? Na, mal gucken, ob das später besser wird. Die Tür ist verschlossen. Deswegen sollst du ja auch... Ach, du blöde Kuh. Entschuldigung. Da kommen wir der Sache doch schon näher. Dann gucken wir doch mal. So, hier also das Büro. Sogar der Lichtschalter sieht beeindruckend aus. Wenn ich da drauf drücke. Ich brauche kein Licht anzumachen, es ist schon hell genug. Ja gut, das hätte ja auch irgendeine Art von geheimer Mechanismus sein können oder sowas, nicht wahr? Ist zwar relativ unwahrscheinlich, aber... Wisst ihr? Das Gemälde zeigt die Carchons zusammen. Verliebt. Wie der Dichter schon sagt, die Vergangenheit ist ein anderes Land. Oder habe ich das in einem Glückskeks gelesen? Vielleicht sogar in beidem. Die Carchons. Noblesse oblige. Ja, kann man das ja aufmachen? Es gibt ein ganz leises Klicken. Okay, und nun? Hinter dem Bild ist ein Safe. Gut, den Schlüssel haben wir, aber die Kombination fehlt uns noch. Der Safe sieht ziemlich stabil aus. Der Tresor ist verschlossen. Ich brauche den Schlüssel. Bevor ich jetzt allerdings versuche, den Tresor zu öffnen, will ich mich erstmal im restlichen Büro noch umsehen. Vielleicht ist hier noch irgendwas Interessantes. Das Sofa ist antik. Einen schrecklichen Moment lang hatte ich das Bild vor Augen, wie sich ein nackter Carchon darauf mit einer jungen Journalistin rumwälzt. Die Kids. Jetzt ist nicht die richtige Zeit, um mich auf das Sofa zu legen und meine Marie-Antoinette-Nummer abzuziehen. Auch wenn die auf Partys immer ganz toll ankommt. Besonders bei schwulen Jungs. Frag mich nicht, warum. Schreibtisch können wir uns noch nie ansehen. Da hinten ist auch noch was. Eine weitere Tür. Schau mal, einer guck. Eine Hintertür. Ist die offen? Abgeschlossen.
was mich nicht wirklich überrascht. Hab ich den Schlüssel noch? Oh. Ja, abgeschlossen. Was dich nicht wirklich überrascht, ist schon klar. Es funktioniert nicht. Aber es wäre eine schöne Überraschung gewesen, wenn doch. Gucken wir uns erstmal den Schreibtisch an. Wir gucken uns den Schreibtisch an. Oh. Wie zu erwarten war, ist doch der Schreibtisch eine unbezahlbare Antiquität. Gähn. Das Löschpapier und das Eingangskästchen sind mit mathematischer Präzision ausgerichtet. Ich bin noch nicht so ganz sicher, was ich von diesem Director's Cut halten soll. Also so technische Haker hier und da sind ja durchaus präsent. Da war der Klassiker ein bisschen besser optimiert. Aber wie gesagt, man weiß ja nicht, was noch kommt. Wobei weitere Einstellungsoptionen wären schon ganz nice gewesen. Das Eingangskästchen ist genauso wunderschön wie alles andere. Eines Tages werde ich auch so ein Eingangskästchen haben. Selbst wenn ich meine Wohnung verkaufen muss, um es mir zu leisten. Ich will das Kästchen nicht mitnehmen, aber ich weiß, was ich damit anfangen kann. Ja, ich weiß noch nicht wieso, aber da kommt die Farbe rein. Ich verteile die blaue Farbe auf dem Boden des Kästchens. Es ist ruiniert. Ich bin ein böses, böses Mädel. Aber auch ein ziemlich cleveres. Ja, ich weiß nur ehrlich gesagt immer noch nicht so ganz genau, was wir damit anfangen wollen. So, der Elefant. Der Elefant. Mein Herzschlag setzt für einen Moment aus. Es ist ein geschnitzter Elefant. Aber nicht irgendein geschnitzter Elefant, sondern ich weiß, wer ihn geschnitzt hat. Mein Vater. Ich bin sicher. Denn in meiner Wohnung steht das exakte Zwillingsstück, das mein Vater in eine Schatulle geschnitzt hat. Also kannte Carchon meinen Vater. Sie müssen wirklich befreundet gewesen sein. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was Nikos Vater mit der ganzen Geschichte zu tun haben soll. Der hat im Original eigentlich keine Rolle gespielt. Ja, wobei ich könnte, so ein, zwei Verbindungen könnte ich mir eventuell vorstellen. Ich beschließe, den geschnitzten Elefanten mitzunehmen. Ganz offensichtlich bedeutet er Imelda nichts. Dankeschön. So, was haben wir hier noch? Das ist ein Blatt Löschpapier in einem Lederhalter. Seine rissige Oberfläche sieht alt aus. Erinnert mich an seinen Besitzer. Ich brauche kein Blatt Löschpapier. Zumindest kein leeres. Gut, was könnten wir denn dann eventuell mit dem Löschpapier machen? Pass mal auf, wir machen jetzt... Wir gucken jetzt erstmal, ob wir den Tresor eventuell auch so schon aufkriegen. Dann haben wir den modernen Schlüssel hier. Ah, das geht tatsächlich. Ich hätte gedacht, dass wir noch eine Kombination brauchen. Im Tresor lag ein merkwürdiger Steinzylinder. Im Safe liegt eine Art Artefakt. Seine Oberfläche ist mit Symbolen bedeckt. Sieht aus wie die Druckwalzen, die ich im Kunstunterricht hergestellt habe. Wenn ich irgendwas über Symbole gelernt habe, dann das. Sie sind immer wichtig. Aber diese in den Stein geritzten Symbole sind unmöglich zu entziffern. Ich muss sie irgendwie ausdrucken. Zumindest ist der Stein rund. Aber was könnte ich als Druckerschwärze verwenden? Und worauf kann ich drucken? Klar, das nennt man Klauen. Aber ich weiß, dass Imelda keine Ahnung von dem Artefakt hat. Und Carchon ist es inzwischen egal. So, damit gehen wir jetzt wieder an den Schreibtisch, denn ich glaube, wir haben das gefunden, was wir hier brauchen. So, wir färben das Ding erstmal ein und dann würde ich sagen, wir wälzen das so ein bisschen über das Löschpapier, um zu gucken, was da drauf ist. Ich wälze das Artefakt in der Farbe, bis es völlig eingefärbt ist. Guckt mal. Da sind immer noch Farbreste in dem Kästchen. Es wird nie wieder so sein wie vorher. Ich entdecke da in der Mitte der Farbe ein Symbol, das mir durchaus auf eine gewisse Art und Weise vertraut scheint. Ein antikes Kästchen mit lauter Farbe drauf. Damit kann ich nicht allzu viel anfangen. So. Dann gucken wir doch mal. Genial! Die Walze und die Farbe funktionieren genau, wie ich es geplant habe. Aber was steht jetzt da? Was ist das denn?
Eine Geheimbotschaft ist auf das Löschpapier gedruckt. Das ist eine verschlüsselte Botschaft. Da steht Unterricht. Ich habe ja nicht viel gelernt als Journalistin, aber eins weiß ich. Unterricht schreibt man normalerweise ohne Bindestrich. Die Buchstabenfolge darunter ergibt auch keinen Sinn. Plötzlich wird mir klar, was für eine Verbindung zwischen dem Bootsfahrschein und der verschlüsselten Nachricht besteht. Auf dem Fahrschein steht Bateau de la Conciergerie. In der Conciergerie auf der Île de la Cité, unten im Fluss, befand sich einst der Gerichtshof. Also könnte man Unterricht in diesem Fall einfach wörtlich nehmen. Unter den Richtern. Unter dem Gericht. Unter der Conciergerie. Ich bin sicher, dass ich hier alles gefunden habe, was zu finden ist. Und außerdem packt mich angesichts des ganzen Prunks hier die Sehnsucht nach meinem normalen, ärmlichen Leben. Das ist eine Riesenstory. Es ist ein mörderisches Puzzlespiel, bei dem noch eine Menge Teile fehlen. Aber ich werde es zusammenbekommen. Und wenn ich mich noch an den Namen dieses berühmten Preises erinnern könnte, den man bekommt, wenn man ein Spitzenjournalist ist. Auf jeden Fall werde ich den dieses Jahr auch abräumen. Ja, viel Spaß dabei. Unterricht. Okay, das sind so überaus interessante Informationen. Da bin ich auch schon sehr gespannt, wohin sich das Ganze noch entwickeln wird hier. Können wir uns mit ihr nochmal unterhalten, bevor wir gehen? Haben wir doch ein bisschen was gefunden? Haben Sie etwas Hilfreiches gefunden? Diese Schnitzerei. Was wissen Sie darüber? Sie gehörte Pierre. Was hat denn eine Statue mit... Bitte, ich muss es wissen. Er bekam sie von einem Freund. Hatte irgendwas mit Afrika zu tun. Mehr hat er Ihnen nicht erzählt? Nein, aber ich glaube, sie war ihm wichtig. Sie war immer ausgestellt. Warum? Mein Vater hat sie geschnitzt. Oh, ich verstehe. Das wusste ich nicht. Imelda, ich werde alles tun, um den Mörder zu finden. Vielen Dank, meine Liebe. Und wenn die Polizei fragen sollte... Keine Bange, sie war nie hier. Unterricht ist der Schlüssel. Ich muss einen Weg unter die Conciergerie finden. Ich werde direkt zu den Kais an der Île de la Cité gehen. Wenn es einen Weg unter die Conciergerie gibt, dann von dort aus. Île de la Cité, eine Stunde später. Wow. Carchon war nicht der Typ, der nur so auf dem Fluss rumschippert. Er hatte einen Grund, hier zu sein. Etwas, das ihn schließlich umgebracht hat. Oh, der Prolog geht also noch ein bisschen weiter. Ich bin echt gespannt. Ein Freund von mir hatte mal ein Segelboot. Die feuchteste Beziehung, die ich je hatte. In jeder Beziehung. Zu viele Informationen. Dankeschön. So, was haben wir hier? Dieser Zaun ist recht stabil gebaut. Wir ja wahrscheinlich nicht aufkriegen, oder? Der Zaun bewegt sich kein Stück. Dieser Zaun ist recht stabil gebaut. Na nü, déjà vu. Oder habe ich das schon gesagt? Auch dieser Zaun bewegt sich kein Stück. Na gut, dann gucken wir erst noch weiter. Guck mal, da ist auch das Symbol. Jetzt wird es nämlich hier interessant. Was ist denn, wenn ich jetzt nach oben gehe? Ich kann noch nicht gehen. Ich habe das Gefühl, hier ist noch mehr zu finden. Okay, wir sind also schon auf diesem Bildschirm limitiert hier. Ich denke, das hier, das ist der Eingang, den wir suchen. Ich versuche, den Zaun wegzudrücken, aber er bewegt sich kein Stück. Ein seltsames Paar Schlösser verhindert, dass die Tore entriegelt werden. Oh, die Art und Weise, wie diese Schlösser von diesem Punkt aus hier aussehen, gefällt mir überhaupt nicht. Warte mal, bevor ich mich damit beschäftige. Das Kreuz kommt mir bekannt vor. Das habe ich doch schon mal gesehen. Es ist auf das Tischtuch gestickt, das ich in der Wohnung von Madame Carchon habe mitgehen lassen. Ich bin also auf der richtigen Spur. Na denn. Zeig mal her.
Du musst die rechteckigen Balken so bewegen, dass sich der Riegel auf die andere Seite bewegen kann und sich das Tor öffnet. Die Balken lassen sich entlang ihrer ganzen Länge verschieben, manche von ihnen nur horizontal, andere nur vertikal. Um einen Balken zu verschieben, klick ihn an und schiebe ihn waagerecht oder senkrecht dorthin, wo du ihn haben willst. Ich hasse euch. Ich hasse diese Art von Rätsel. Diese Art von Rätsel ist grausam. Und erst mal gucken, den müssen wir darüber schieben können. Das heißt, wir müssen das Ding hier, das ist das Wichtigste, dass wir den aus dem Weg kriegen. Das hat's gebracht. Definitiv. Scheiße. Das bringt mir auch nicht sonderlich viel hier, ne? Ja, und Sackgasse. Den da hochschiebe, kann ich den zur Seite. So, dann können wir den schon mal ganz beseitigen da. Aber wenn ich da unten ein bisschen mehr Spielraum hätte. Das heißt, den da weg hätte, dann könnte ich den ja schon mal so ein bisschen bewegen. Ja, der erste ist soweit. Jetzt nur noch einer. Okay, ich musste nicht ganz so weit, wie ich dachte. Aber mal ganz ehrlich, was ist denn das für ein Schloss, wo man sich da hinstellen kann und das einfach so aufriemen kann? Das ist ja bescheuert. Ist mal ganz ehrlich. Guck mal, den müssen wir hier in der ganzen Länge nach lang schieben. Okay, der muss noch da unten. Und das heißt, die müssen da weg. Und das heißt, der muss noch mal zurück, weil der muss da hoch. Aber ich bin in sowas nicht gut. Wenn ich das jetzt da lang schiebe, kann ich ja den da hochschieben. Den da hoch. Okay, die Frage ist, kriege ich den noch weiter hoch? Ich hätte den hier ja gerne noch ein bisschen weiter rüber. Damit wir den Platz da unten haben, ne? Aber das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Jetzt könnte ich natürlich hier den da unten wegschieben, aber das bringt mir ja nicht viel. Die näht hier gar nicht mehr. Obwohl, doch, warte. So. Eine Erziehung in der Klosterschule ist immer noch die beste Voraussetzung, um Schlösser zu knacken. So, das wäre wahrscheinlich auch wesentlich effektiver gegangen. Aber das ist mir egal. Und was sich hier unter der Bateau de la Conciergerie befindet, auf der Ile de la Cité, das erfahren wir dann gemeinsam in der nächsten Folge von Baphomets Fluch. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis dann.